Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Israel bot beim Thema Corona ja schon häufiger Anschauungsunterricht. Etwa wie schnell es gehen kann, dass man von niedrigen Inzidenzen plötzlich wieder in eine neue Welle rauscht. Israelische Virologen warnten damals auch, macht nicht die gleichen Fehler wie wir. Sie impften dann aber auch schneller als andere. So konnte man die Wirksamkeit der BioNTech-Impfungen dort gut beobachten. Jetzt aber auch, wie sich die Delta-Variante auswirken könnte. Das israelische Gesundheitsministerium jedenfalls sieht Hinweise, dass der Impfstoff gegen diese Mutante deutlich schwächer wirkt. Es gibt in der Hinsicht aber auch Hoffnungsvolles zu berichten. Michael Weverunge mit den Einzelheiten. Er ist nur ein kleines Teil der großen Impfmaschinerie Israels, der Wartesaal der Impfstation von Ramat HaSharon, ein Vorort von Tel Aviv. Und doch wird hier im Minutentakt geimpft, fast ausschließlich Kinder und Jugendliche. Auch Aviv und seine Schwester warten. Die meisten der über 16-Jährigen hat Israel in einem nationalen Kraftakt geimpft. Jetzt sind die 12- bis 15-Jährigen dran. Sie gelten als Schlüssel zur Eindämmung der Delta-Variante, die hier alle anderen Corona-Varianten fast vollständig verdrängt hat und jetzt vor allem bei den Jungen grassiert. Oft könnten Corona-Kranke in meiner Nähe sein, erklärt Aviv, und ich möchte mich schützen. Wir waren nicht begeistert, die Kinder impfen zu lassen, aber die Sorge vor Quarantäne und vor den verschiedenen Symptomen wie Long-Covid bei Kindern, von denen wir gehört haben, haben uns Stress gemacht. Wir wollten das vermeiden. Jetzt fehlen nur noch die Allerjüngsten, doch für Kinder unter 12 Jahren gibt es noch keine Zulassung. Wir können keine Herdenimmunität erreichen, ohne alle Kinder zu impfen. Das ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Jetzt sind die Jugendlichen an der Reihe, aber genauso wichtig ist es, bis Oktober, November die Zulassung zu bekommen, auch die Kinder zu impfen. Könnte die Delta-Variante einen Strich durch diese Rechnung machen? Meldungen über eine deutlich gesunkene Effektivität des BioNTech-Wirkstoffs verunsichern. Lag der Schutz vor Infektionen im Februar noch bei über 95%, sank er mit Delta auf 64% im Juni. Vor schwerer Erkrankung schützte BioNTech gar fast 100%ig, jetzt immerhin noch zu 93%. Dr. Shahar findet solche Zahlenspiele irreführend. Die Corona-Impfung sei eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Wir sind so weit bei der Impfung nach nur anderthalb Jahren, mit unglaublichen Quoten. 94-95% Schutz vor Tod oder schwerer Erkrankung. Das ist Wissenschaft at its best. Shahars These scheint sich zu bestätigen. Während die tägliche Infektionsrate gestern um 50% auf 500 hochschnellte, sterben nur ganz wenige. Auch die Zahl der schweren Fälle stieg kaum. Gestern sank sie sogar um 2 auf 33. Allerdings steigt die Zahl der vollständig Geimpften, die, wenn auch meist ohne Symptome, positiv getestet werden. Dass sie andere anstecken können, ist belegt. Allerdings wohl nur in geringerem Ausmaß, sagen nicht nur Experten in Israel. Die Zahlen aus Israel und aus Schottland zeigen, dass man auch als doppelt Geimpfter noch Virus auf den Schleimhäuten tragen kann. Ob dieses Virus tatsächlich noch so ansteckend ist, wie es von jemandem, der nicht geimpft ist, ist nicht klar. Denn der Geimpfte hat ja Antikörper und die setzen sich sofort auf dieses Virus drauf und reduzieren natürlich auch dessen Ansteckungsfähigkeit. Die Menschen werden weiter mit dem Virus leben müssen und im Kampf gegen Rho, Sigma, Tau oder wie auch immer künftige Varianten heißen mögen, mit Impfung und mit Maske. Aus den israelischen Erfahrungen zu lernen, könnte unter anderem bedeuten, dass sich Politik und Verwaltung hierzulande jetzt intensiv Gedanken machen, wie die Schulen bis zum Ende der Sommerferien sicherer gemacht werden. Zumal ja reihum versichert wird, man wolle Schulen auf keinen Fall noch mal schließen und auch keinen Wechselunterricht mehr. Da wäre es natürlich schön, wenn man in diesem Herbst nicht wieder über die Versäumnisse des Sommers klagen müsste. Das hatten wir ja schon mal. Altbekannte Vorschläge und Forderungen, was zu tun wäre, liegen auf dem Tisch. Allerdings wird über Sinn und Zweck einzelner Maßnahmen auch weiterhin gestritten. Britta Spiekermann berichtet.
Bundeskanzlerin Merkel sagt es. Bundesgesundheitsminister Spahn sagt es auch. Präsenzunterricht nach den Sommerferien hat höchste Priorität, soweit das politische Wollen. In der Realität hat allerdings das Schwarze-Peter-Spiel Konjunktur. Es geht um Luftfilter in Klassenräumen. Wer soll sie bezahlen? Der Lehrerverband schätzt, dass bis zum Herbst bundesweit nur 10% der Schulen mit stationären oder mobilen Raumluftfiltern ausgestattet sein werden. Man könnte direkt von einem Déjà-vu-Erlebnis sprechen. Auch im letzten Sommer waren die Inzidenzzahlen sehr niedrig, haben die Kultusminister in fast allen Ländern ein Ende der Pandemie verkündet, vollen Unterrichtsbetrieb im Herbst. Und wir sind dann in die zweite Welle gelaufen, ohne dass die Schulen darauf vorbereitet waren. Es gibt zwar inzwischen Förderprogramme von Bund und Ländern, doch es hakt gewaltig. Der Bund etwa bezuschusst stationäre, fest eingebaute Raumfilteranlagen. Viele klamme Kommunen zögern wegen der hohen Gesamtkosten. Einige Länder fördern auch mobile Geräte, deren Nutzen aber umstritten ist. Wir sind, glaube ich, gut beraten, auf das natürliche Umfeld zu achten, auf die Hygiene zu achten und auf frische Luft zu achten. Und dann kann ergänzend sowas eingesetzt werden. Ganz und gar abraten möchten wir von mobilen Lösungen, die nur Lärm machen und in der Tat nur sehr bedingt geeignet sind, die Luft zu filtern. Stimmt nicht, sagt ein führender Forscher. Wenn man einen entsprechenden hohen Luftfluss hat in den Luftfiltern, dann reduzieren sie das Aerosol zum Beispiel in einem Klassenraum sehr gut. Man kann in einer halben Stunde 90% der Aerosole loswerden und hat dann, wenn diese Aerosole virushaltig sind, auch eine entsprechende Reduktion des Infektionsrisikos. Eine berufsbildende Schule in Hannover. Hier fährt man zweigleisig. Natürliches Lüften durch offene Fenster und seit neuestem Raumluftfilter. Mobile Geräte kosten zwischen 300 und 4.000 Euro. Das Land Niedersachsen unterstützte. Schauen wir mal, was nach den Ferien Delta mit uns macht. Aber ich glaube, wir sind an der Stelle gut gerüstet und sind froh und glücklich, dass unser Schulträger uns diese Möglichkeit gegeben hat. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, da man hier ja die Fenster nicht komplett öffnen kann. Das Einzige, was halt ein bisschen störend ist, ist, dass so eine ganze Zeit so ein leichtes, unterschwelliges Brummen zu hören ist. Aber so im Unterrichtsgespräch kann man das eigentlich gut ausblenden. Das hätte ruhig noch schneller kommen können und das muss noch flächendeckender passieren. Viel Zeit verstreicht jetzt ungenutzt. In vielen Schulen passiert im Moment nichts. Es droht wieder Stoßlüften bei Minustemperaturen ohne Raumfilter. Es droht im schlimmsten Fall wieder Unterricht auf Distanz. Zur Debatte darüber, welche Maßnahmen gegen Corona wie lange noch nötig sein werden, finden Sie bei uns auch online Videos und Hintergründe auf zdfheute.de. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. Die Zukunftskommission Landwirtschaft empfiehlt einen massiven Umbau des Agrar- und Energiesektors. Das Gremium übergab nach rund 10-monatigen Beratungen Bundeskanzlerin Merkel ihren Abschlussbericht. Damit die Landwirtschaft nachhaltiger werde, müssten unter anderem die Preise für Agrarprodukte erhöht und der Fleischkonsum reduziert werden. Zudem sollten Förderungen für Landwirte an umwelt- und klimapolitische Kriterien geknüpft werden. Tag 2 für das niederländische Königspaar in Berlin. Auf dem Terminplan standen heute weitere politische Gespräche. Am Vormittag wurden Willem Alexander und Maxima im Reichstagsgebäude empfangen, inklusive einer Führung durch die Kuppel. Nach einem Gespräch mit Abgeordneten hielt der König dann noch eine Rede im Bundesrat. Dabei rief er zum gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel auf. Im Anschluss begrüßte Angela Merkel das Paar im Bundeskanzleramt. Am Abend stand dann noch ein Konzertbesuch mit Bundespräsident Steinmeier auf der Agenda. Die US-Streitkräfte haben ihren Abzug aus Afghanistan zu mehr als 90% abgeschlossen. Das teilte das Pentagon in Washington mit. Beobachter befürchten, dass die Taliban, die in einigen Landesteilen auf dem Vormarsch sind, wieder die Macht übernehmen könnten nach dem vollständigen Abzug der NATO-Streitkräfte. Das afghanische Verteidigungsministerium kündigte heute eine Gegenoffensive gegen die Taliban im Norden des Landes an. Beim Absturz einer Passagiermaschine im Osten Russlands sind wahrscheinlich alle 28 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Trümmer des Flugzeugs seien nahe dem Zielflughafen Palana auf der Halbinsel Kamtschatka gefunden worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde mit. Die Maschine befand sich bei schlechtem Wetter im Landeanflug, als sie vom Radar verschwand. Bergiges Gelände erschwert die Arbeit der Such- und Rettungskräfte.
Kommen wir zum schwierigsten Teil der heutigen Sendung. Schon über den Missbrauchsfall Münster journalistisch zu berichten, fällt schwer. Da will man sich erst recht nicht ausmalen, was Ermittler, Staatsanwälte und Richter im Zuge der Beweisaufnahme alles zu sehen bekamen. Es muss weit über die Grenzen des Erträglichen hinausgegangen sein. Zwei Richtern brach bei der Urteilsverkündung heute die Stimme. Auch ist das Videomaterial so umfangreich, das schiere Ausmaß so gigantisch, dass sich allein das eigentlich kaum fassen lässt. Es gibt offenkundig einen großen Markt dafür, mit vielen Personen, die gerne dafür zahlen, um sich anzusehen, wie Sadisten Kinder quälen. Ralf Goldmann berichtet. Es ist Juni 2020, als das Technische Hilfswerk eine Laube in der Kleingartenanlage nördlich von Münster abreißt, um noch letzte versteckte Beweismittel zu finden. Die Ermittler haben Tage zuvor massenhaft Datenträger und einen Serverraum entdeckt mit Fotos und Videos von sexualisierter Gewalt an betäubten Kindern, die erfahrene Beamte fassungslos machen. Vier erwachsene Männer vergehen sich an zwei kleinen Jungs, wechselseitig und aufs Schlimmste. Es werden Gegenstände benutzt, Sie können sich es nicht vorstellen. Fassungslosigkeit und Entsetzen auch heute im Gerichtssaal. Teilweise lachen und grinsen die Angeklagten beim Urteilsspruch. Dem Vorsitzenden Richter Matthias Feiler versagt dabei fast die Stimme angesichts der unerträglichen Bilder, die die Kammer sich anschauen musste. Das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass sich an diesen Tagen grauenhafte Szenen ereignet haben müssen. Selbst für solch erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des Vorstellbaren bei weitem überschritten. Der IT-Techniker Adrian V., 28 Jahre, wird zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Drei weitere Männer müssen zwischen 10 und 12 Jahre in Haft, auch sie danach in Sicherungsverwahrung. Carina V., Adrians Mutter, hatte die Schlüssel der Laube zur Verfügung gestellt, im Wissen, was dort passieren würde. Sie muss wegen Beihilfe 5 Jahre in Haft. Noch sind die Urteile nicht rechtskräftig. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, das ist nur die Spitze des Eisbergs. 29 Kinder fielen offenbar 50 Tatverdächtigen zum Opfer, 30 sitzen in Untersuchungshaft, 7 sind bereits verurteilt. In der Asservatenkammer der Münsteraner Polizei stapeln sich Computer und Festplatten. Wir haben ungefähr die Hälfte der Asservate ausgewertet und ungefähr die Hälfte liegt noch vor uns. Wobei wir natürlich nicht wissen, wenn wir einen Asservat anfassen, was da drauf ist. Es ist immer eine Box der Pandora, die wir da öffnen. Und wir wissen nicht, wie viel strafrechtlich bewährtes Material dort zu finden ist. Der Münsteraner Fall ist nach denen auf einem Campingplatz in Lüchte im Kreis Lippe und Bergisch Gladbach bei Köln bereits der dritte einer ganzen Serie von Missbrauchskomplexen in Nordrhein-Westfalen seit 2019. Der Innenminister hat das Thema zur Chefsache erklärt, das Personal im Vergleich zu 2018 vervierfacht. Wir machen mehr, wir haben eine bessere Technologie. Wir haben auch viel mehr Geld investiert, 33 Millionen mittlerweile darin. Wir haben alle diese Polizeistationen, die am Thema Abend vernetzt. So kommen jetzt immer mehr Fälle ans Tageslicht. Die Aufklärungsquote liegt bei fast 90%. Mehr Kinder werden gerettet und mehr Täter verurteilt. Er wütet und tobt gegen jeden, der ihm in die Quere kommt. Der belarussische Diktator Lukaschenko hatte sich ja bereits mit der gesamten europäischen Staatengemeinschaft angelegt, als er ein Passagierflugzeug quasi entführen ließ, um einen Regimekritiker verhaften zu können. Für die Sanktionen, die das zur Folge hatte, will er sich nun auch noch rächen. Lukaschenko kündigte an, er werde Flüchtlinge, zum Beispiel aus Afghanistan, durchwinken und in die EU schicken. An der Grenze zu Litauen lässt sich das auch schon beobachten. Außerdem droht er, den europäischen Warenverkehr durch sein Land zu stoppen. Wem das am Ende mehr schadet, wird man sehen. Schlimmer ist, wie er gegen seine Kritiker im eigenen Land vorgeht. Heute ließ er den führenden Oppositionspolitiker des Landes verurteilen. Christian Semm berichtet. 21 Jahre lang hat Jelena Karagatschowa zusammen mit Viktor Babariko gearbeitet. Erst als Sekretärin, dann als seine persönliche Assistentin, als Babariko seine politische Kampagne startete. Jelena ist stolz auf die wenigen Briefe, die sie sich mit ihrem Chef Viktor, der im Gefängnis sitzt, schreiben kann. Auch wenn ihn nicht alle Briefe erreichten, sagt Jelena. Ich kann aus seinen Briefen und aus seiner Reaktion im Gerichtssaal sehen, dass er fröhlich und optimistisch ist und dass er die Situation um ihn herum versteht.
Er rechnet nicht mit einem Wunder und hat sich auf einen Marathon eingestellt, wie er selbst sagt. Dieser Marathon beginnt für Viktor Babariko im letzten Jahr. Als aussichtsreicher Kandidat wollte der Ex-Bankier bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko antreten. Doch im Juni 2020 die Festnahme. 7 Wochen vor der Wahl schaltet Lukaschenko seinen politischen Widersacher aus. Heute das erwartet harte Urteil in einem Prozess, den nicht nur Babariko für politisch inszeniert hält. 14 Jahre Haft wegen angeblicher Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung. Das heute gefällte Urteil gegen Babariko war absolut vorhersehbar. Es passt zur Logik der Behörden, Gegner und Zivilgesellschaft zu unterdrücken. Das sehen wir seit einem Jahr. Viktor Babariko ist ein prominentes, aber bei weitem nicht das einzige Opfer im System der Willkür, Gewalt und Repressionen von Diktator Lukaschenko. Als Babariko im August 2020 nicht zur Wahl antreten konnte, sprang seine Wahlkampfmanagerin Maria Kolesnikova ein. Zusammen mit Svetlana Tichanowskaja, ebenfalls Präsidentschaftskandidatin, und Veronika Tsepkalo kämpften 3 Frauen für ein freies Belarus ohne Lukaschenko. Hunderttausende folgten ihnen auf den Straßen. Tsepkalo und Tichanowskaja mussten weg aus Belarus. Maria Kolesnikova sitzt seit 10 Monaten im Gefängnis. Opposition und Proteste kaltgestellt und niedergeknüppelt. Von Lukaschenko heute kein Kommentar zu Babariko. Er drohte lieber Europa wegen der Sanktionen, massenhaft Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien und dem Irak nach Europa durchzulassen. Zu Prozessbeginn machte Lukaschenko klar, was er von Babariko hält. Alle machen so einen Rummel wegen Babariko. Ach, man hat den Konkurrenten des Präsidenten eingesperrt. Auf solche Konkurrenten pfeife ich. Jelena Karagatschowa, Babarikos Assistentin, saß im letzten Jahr selbst 2 Monate in einem Geheimdienstgefängnis wegen angeblicher Steuervergehen. Sie sagt, Babariko sei Lukaschenko gefährlich geworden, weil er anders sei. Er habe den Menschen Hoffnung auf ein ganz anderes Leben gegeben. Mit Heinz Wolf und den Nachrichten aus der Wirtschaft geht's weiter. Da gilt ein besonders aufmerksamer Blick derzeit der Entwicklung beim Ölpreis. Der ist weiter nach oben gegangen. Und das beschäftigt nicht nur die Autofahrer wegen der Spritpreise. Valerie Haller, welche Bedeutung hat der Ölpreis insgesamt für die Wirtschaft? Also das wirkt fast schon wie eine weltweite Steuererhöhung. Öl steckt ja in so vielem. Die Industrie braucht es für ihre Fabriken, Privatleute zum Heizen und Tanken, die chemische Industrie für ihre Produkte, die Logistik für den Warentransport. Ein dauerhaft hoher Ölpreis hat daher auch das Potenzial, die Inflation anzuheizen und letztlich die Weltkonjunktur abzuwürgen. Grund für die jüngste Preisrallye sind die geplatzten OPEC-Verhandlungen. Das Kartell ringt um einen Deal, aber blockiert sich selbst. Was sonst hinter geschlossenen Türen passiert, tragen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate offen aus. Ihr Krach ist der Grund, warum sich die OPEC auf höhere Förderquoten nicht einigen kann. Als klar war, dass die Gespräche gescheitert waren, machte der Ölpreis einen weiteren Satz nach oben. Die beiden wichtigsten Ölsorten kräftig im Plus, so hoch wie seit Jahren nicht. An der Börse geht wegen des teuren Öls die Angst vor höherer Inflation um. Der DAX kommt spürbar unter Druck. Ob das schwarze Gold dauerhaft so teuer bleibt, ist keine ausgemachte Sache. Gut möglich, dass einzelne Länder aus dem Kartell ausscheren und mehr produzieren, als sie eigentlich dürfen, solange die Blockade in der OPEC anhält. Denn der hohe Ölpreis könnte für einige Förderländer einfach zu verlockend sein. Denn da winken eben auch höhere Gewinne. Valerie Haller, vielen Dank. Mit dem Beginn der neuen Bundesligaspielzeit 2021-22 könnte die Zeit der Geisterspiele vorbei sein. Von der Politik kommt grünes Licht für die Rückkehr der Fans in die Stadien. Laut eines Beschlusses der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien dürfen die Stadien für sportliche Großveranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen künftig wieder zu maximal 50% ausgelastet werden, bei einer Obergrenze von 25.000 im Stadion, in Bayern höchstens 20.000. Beim Tennisturnier in Wimbledon hat Angelique Kerber das Halbfinale erreicht. Dort trifft sie am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien. Ihr Viertelfinalspiel heute gegen Karolina Muchova aus Tschechien gewann Kerber in 2 Sätzen. Strahlendes Lächeln nach ganz reifer Leistung. Je länger die Partie dauerte, desto mehr zermürbte Angelique Kerber Karolina Muchova.
Vor allem dank ihrer starken Rückhand imponierte die 33-Jährige mit direkten Gewinnschlägen. Aber auch läuferisch und über Kopf eine nahezu perfekte Vorstellung der Deutschen. Extrem frustrierend für ihre 24-jährige tschechische Gegnerin. Kerber zum vierten Mal im Wimbledon-Halbfinale. 6:2 und 6:3. Die Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet. Und zwar nicht digital, sondern ganz real. Mit echten roten Teppichen und echten Stars und Sternchen, die vor leibhaftigen Fotografen posieren. Die Rückkehr zur Normalität ist das Ereignis. Letztes Jahr war Cannes ja ganz abgesagt worden. In diesem Jahr wurde es dann in den Juli verschoben, was wohl auch eine gute Idee war, denn im Mai waren die Inzidenzen in Frankreich noch sehr viel höher als jetzt. Das Filmfestival gilt nun auch als eine Art Testversuch. Es ist das erste richtig große Kulturereignis in Frankreich und ein hoffnungsvolles Zeichen für die weltweit gebeutelte Kinobranche. Thomas Walde ist für uns an der Côte d'Azur. Helen Mirren, Andy McDowell, Jessica Chastain, Pedro Almodovar, Jodie Foster und viele mehr. Der rote Teppich in Cannes barst beinahe vor bekannten Namen, als wolle man die Zwangspause wettmachen, das Leben nachholen, als solle Cannes zum Symbol werden des Neubeginns, weit über die Branche und die Côte d'Azur hinaus. Als ich per E-Mail hierher eingeladen wurde, fragte ich mich, ob das Festival wohl stattfindet, angesichts der Gefahr durch die Pandemie. Dass wir alle heute hier sind, grenzt an ein Wunder. Wir realisieren wohl erst jetzt, was für ein besonderer Moment das ist, mit diesem sehr speziellen Festival, beinahe historisch. Mit großen Worten, mit großen Gesten haben sie hier nie gespart, aber jetzt tragen sie noch ein bisschen Puder auf. Cannes verweist darauf, dass seine Jury als erste eines großen Festivals mehr Frauen als Männer zähle und als erstes einen schwarzen Künstler zum Vorsitzenden habe. Der antwortet: angemessen. Cannes ist das bedeutendste Festival der Welt, das soll andere jetzt nicht herabsetzen. Cannes und Covid. Küsschen waren auf dem roten Teppich nicht erlaubt. Ein Testzentrum für die Teilnehmer verspricht schnelle Ergebnisse. Das Festival selbst zum Testlauf zu werden für das Leben nach der Pandemie. Statt über das Virus will man nun über den Wettbewerb reden. Den eröffnete Annette, einer der 24 Filme, die um die Goldene Palme ringen. Eine Musikkomödie mit Adam Driver und Marion Cotillard. Ein Festival mit diesem Film zu eröffnen, der schon in seiner ersten Szene den Zuschauer einlädt, mitzufeiern und einem Spektakel beizuwohnen, das ist perfekt. Dieses Festival mit dem Film zu eröffnen, an dem wir 7 Jahre gearbeitet haben, bedeutet zugleich eine Erleichterung und Aufregung. Letizia Mazerin macht kleines Kino. Das kleinste in Cannes. 3 Säle. Frau Mazerin freut sich, dass es beim großen Nachbarn nebenan wieder losgeht. Das sei gut für alle. Das Festival macht wieder Lust aufs Kino. Das weckt die Lebensgeister der Kinofreunde. Für uns ist das ein Aushängeschild für die Arbeit, die wir hier machen und für unsere Wiedereröffnung. So steht die Branche zusammen, stärkt sich gegenseitig und entdeckt das eigene Medium wieder neu. Heute Abend sitze ich zum ersten Mal seit 15 Monaten in einem Kino. Das gilt auch für mich. Cannes, die Côte d'Azur und das Kino heute am späten Abend. Urlauber sind eingeladen zu öffentlichen Vorführungen und damit schreibt am Ende das Leben selbst die schönste Geschichte. Einfach dadurch, dass das Kino für alle wieder da ist. Das war's von uns zu dieser späten Stunde. Es lohnt sich aber, noch etwas länger wach zu bleiben, denn gleich geht's bei Markus Lanz weiter. Er debattiert mit seinen Gästen heute über Fußball, Corona und Wahlkampf. Und um 0.55 Uhr gibt's dann die nächste Heute Express. Und uns morgen wieder in der Halbzeitpause. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. In Skandinavien gab es in den letzten Tagen Rekordhitze und erneut steigen die Temperaturen bis 30 Grad an. Bei uns wird es etwas kühler, hier fließt kühlere Luft ein und das sehen wir hier auf unserem Vorschaufilm. Wir sehen hier, wie die Hitze weit in den Norden transportiert wird, das Hoch blockiert den Weg der Tiefs. So kann das Tief gar nicht weiter weg und bei uns eben die kühlere Luft. In den kommenden Stunden wird es Unwetter geben im Süden, heftiger Starkregen in der Nähe von Gewittern, teils mit Hagel und das auch im Osten Deutschlands. Sonst lockert es im Westen auf und dort Temperaturen bis 9 Grad, zum Beispiel in der Eifel, ansonsten im Osten Werte um die 18 Grad Marke, also ziemlich mild. Morgen am Vormittag im Osten noch viele Wolken mit Regen, genauso im Süden. Im Westen viel Sonnenschein zwischen Emsland und Nordsee. Zum Nachmittag lockert es dann auch in den östlichen Landesteilen auf. Auch im Süden einige Schauer und im Tagesverlauf bilden sich ganz im Norden dann einige Gewitter an der Nordsee. Aber dazwischen immer wieder Sonnenschein bei Temperaturen bis 26 Grad im Osten und in Bayern. Am kühlsten bleibt es am Alpenrand mit 20 Grad. Die